war heiß. Hallo ihr Lieben, happy Dienstag, herzlich willkommen zur Woche Nummer 12. Danke, dass du wieder dabei bist. Wenn du den Kanal nicht abonniert hast, hier unten drücken, du kennst das Spiel inzwischen, aktiviere auch gerne die Glocke. Woche 12, was bedeutet das? Das bedeutet A, Woche Nummer 3 des aktuellen Trainingszyklus. Ich blende das hier mal ein, wo wir uns gerade im Trainingsblock befinden. Die Bildwoche bestand aus 3 Wochen, das ist jetzt Woche Nummer 3. Nächste Woche dann eine Recovery-Woche, freue ich mich schon total drauf. Was steht konkret in dieser Woche an? Das blende ich hier ein. Das wird alles ein bisschen komplizierter. Heute ein 10er. Mal gucken, wann ich das hinkriege. Ich denke mal, bevor ich Lilly nachher abhole, die haben ja, morgen kriegen sie ihre Zeugnisse. Dann ist heute ja nur so ein bisschen Larifari in der Schule, Kinderdisco. Dann hole ich sie dann ab und werde davor laufen gehen, denke ich. Werde dann am Donnerstag meinen langen Lauf machen müssen. Das geht einfach nicht anders in dieser Woche. Muss ich mal gucken, so 20, 21 Kilometer stehen da auf dem Programm, laufe ich so eine kleine Runde, dreimal 6,8 Kilometer oder sowas in dem Dreh, kann ich mich zwischendurch auch ein bisschen verpflegen am Auto, wenn es nötig ist. Freitag dann, wenn alles gut läuft, so ein kleiner Beinausschütteltag, Lauf 5 Kilometer auch nur. Und am Wochenende geht es dann für uns nach Kroatien. Ja, diesmal mit dem Auto, nicht mit dem Flieger. Fliegerei ist im Moment zu chaotisch, muss ich sagen. Deshalb fahren wir ganz gemütlich mit dem Auto, mit einer Zwischenübernachtung, sodass ich dann, denke ich mal, Sonntag mittags irgendwann in Kroatien ankomme mit der Familie und hoffe dann irgendwie am Sonntag zumindest noch mal ganz kurz 5 Kilometer laufen zu können, dass ich Pi mal Daumen um die 40 Kilometer in dieser Woche ins Programm bekomme. Ich nehme euch natürlich mit in den Urlaub. Ich bin total gespannt. Einige von euch haben ja vielleicht letztes Jahr schon zugeguckt. Da ist es pottenheiß. Da ist es dann um 8 Uhr morgens, sind es auch schon 30 Grad. Da ist wenig Schatten. Deshalb ja, ich werde mir den Wecker mitnehmen und ich werde definitiv, wenn die längeren Läufe anstehen, auch dann mal um 4, weiß nicht, Viertel nach 4 aufstehen, um dann um 5, Viertel nach 5 laufen zu gehen. Freue ich mich total drauf, aber die Woche muss ich noch irgendwie rumbekommen. Es wird erstmal gearbeitet. Heute Morgen um 8 Uhr haben wir in der Schule schon Tische getragen und Stühle getragen, weil die Kinder in den neuen Klassenraum gehen. Das heißt, mein Krafttraining habe ich auch hinter mir. Jetzt erstmal einen Kaffee, dann geht der Rechner an, dann wird gearbeitet, dann wird gelaufen. Danke, dass du wieder dabei bist. Oh, lecker, aber heiß. So, 10 Kilometer durch den Grunewald, ist nämlich schon wieder warm, deshalb im Schatten. Ich laufe einfach 5 Kilometer bis zum Förster, da ist dann der Wasserbrunnen. Da trinke ich einen Schluck, fülle mir meine kleine 250 ml Flasche auf, vorsichtshalber. Und dann laufe ich wieder zurück, Lilly abholen, weiterarbeiten, aus die Maus. So ihr Lieben, 5 Kilometer sind rum und ich ärgere mich über mich selber so sehr. Hab heute früh so um 6:45 einen Smoothie getrunken und dann gar nichts. Und dann mittags habe ich gedacht, oh, ich müsste ja mal irgendwas essen, wenn ich nur laufen will. Ja, hatte ich nur Zeit für schnell 2 Honigwaffeln, völlig dämlich. Und habe auch dann so maximal 250 Milliliter noch dazu getrunken. Also richtig dämlich bei dem Wetter. Es ist nämlich schon wieder so pottenwarm und schwül und man fühlt sich nämlich so richtig maddelig. Völlig saft- und kraftlos, das merke ich. Von daher sind das wahrscheinlich die langsamsten 10 Kilometer ever. Ich wollte noch ganz kurz die Frage der Woche stellen, jetzt gleich am Anfang. Und zwar, für mich geht es ja die Tage in den heißen Süden. Und ich weiß nicht, wer letztes Jahr vielleicht schon hier dabei war und die Videos gesehen hat. Training im Paradies hießen die, glaube ich, Teil 1 und 2. Kroatien, der hat mitbekommen, dass es da unten potten heiß ist, schon früher Morgen, und ich habe den Fehler gemacht. Ich bin immer zu spät gelaufen. Das will ich diesmal ändern.
bei den längeren Läufen definitiv ganz früh raus aus dem Bett. Meine Frage an euch ist, wie handhabt ihr das im Urlaub? Also angenommen, ihr fahrt auch in den Süden, ihr seid in einer Marathonvorbereitung und in irgendeiner Vorbereitung oder wie auch immer. Wie passt ihr dann, wenn überhaupt, das Training an das Wetter an? Geht ihr dann auch, weiß ich nicht, um 5 Uhr morgens laufen oder wie macht ihr das? Weil bei mir ist ja auch noch die Familie dabei. Das heißt, ich kann und will auch nicht schalten und walten, wie ich will. Ein bisschen Rücksicht muss ich auch nehmen. Abends essen gehen und so weiter und so fort. Aber morgens ist mir klar, muss ich raus. Den Hinweis habe ich auch gekriegt. Aber wie macht ihr das? Oder macht ihr es, wie es kommt? Oder nehmt ihr das Ganze im Urlaub vielleicht nicht ganz so wichtig? Würde mich echt interessieren, wie ihr das macht. Danke für die Tipps. Eure Antworten hier unten, wie immer, in die Kommentare unter dem Video. Tausend Dank dafür. So, Mund abwischen, weiter geht's. Lass ich mich nicht verrückt machen, gar nicht. Weiß, woran es gelegen hat. Dummer Fehler. Zurück ging es deutlich besser. Ich habe mir jetzt so einen Recovery Shake schon zu Hause gemacht und eingepackt. Den trinke ich jetzt. Dann hole ich Lilly, arbeite weiter und ruhe mich aus. Happy Dienstag. Es ist Donnerstag, ihr Lieben. Ich bin im Auto und schwer zu erkennen. Ich fahre jetzt zum Hüttenweg und gehe eine Runde laufen. Ungefähr Pi mal Daumen 20 Kilometer stehen auf dem Plan. Ich muss den Lauf ja heute machen, weil am Wochenende sitze ich im Auto nach Kroatien. Bin mal gespannt, war ein hektischer Tag. Sind ja Schulferien, also Kinder versorgen und betüdeln. Nebenbei aber auch natürlich auch arbeiten. Lilly ist jetzt beim Kumpel, bei Ben. Danke fürs Aufpassen, Ben. Und die großen Kinder sind auch versorgt. Gestern war ein super schöner Tag. Übrigens, gestern war in Berlin Zeugnisvergabe. Und Tradition ist es bei uns, dass wir dann immer essen gehen mit den Kindern. Und das haben wir auch gestern gemacht. Die Kinder wollten Burger essen gehen. Super gesund natürlich. Egal, war toll. Wie gesagt, jetzt laufen. Im Moment ist es trocken, gerade hat es geschüttet. Ich hoffe, es bleibt so, weil 20 Kilometer im strömenden Regen ist auch nicht so witzig. Also, happy Donnerstag, hoffentlich. Ich habe mir eine Runde rausgesucht. Die ist so ungefähr knapp 6,7 Kilometer lang. Die laufe ich dreimal. Komme ich am Auto vorbei, kann ich mich auch verpflegen zwischendurch. Und ich versuche es ganz entspannt angehen zu lassen. Eine Strecke für Doofe, ich laufe quasi ein Rechteck. Das heißt allerdings viel, viel geradeaus. Also nicht gerade abwechslungsreich. Schult den Kopf, hoffentlich. Hier musst du dich echt konzentrieren, damit man sich nicht langlegt. Nicht die beste Laufstrecke. Jetzt wird es wieder besser. Hier ist die Krone vom Prinzessinweg. Geht's erstmal wieder ordentlich berghoch. So, 11 Kilometer rum. Ihr seht, ich gehe notgedrungen, denn es ist jetzt so matschig und rutschig hier. Da macht Rennen zum großen Teil echt keinen Sinn. Deshalb habe ich jetzt gerade spontan den Plan geändert. Ich laufe jetzt zum Auto zurück und werde dann wahrscheinlich einmal die Krone hoch und runter rennen. Tja, und dann hat die Kamera ihren Geist aufgegeben. 2 Akkus waren leer, keine Ahnung warum. Ich konnte nicht weiterfilmen. Tut mir leid, ist wie es ist. Erzähle ich euch also so, was los war. Am Ende ist es echt ein Halbmarathon geworden, 21,2 Kilometer, glaube ich. Freue ich mich mega drüber für den Kopf. Es war heute ein richtig schwerer Lauf.
Ach, das Wetter war einfach erbärmlich, echt dieser Regen und dann im Wald dieser Matsch, das war wirklich eklig und man musste sich im Wald dann zumindest auch ein bisschen gehen, weil es einfach so rutschig war. Ganz ehrlich, ich wollte nach der ersten Runde schon aufhören, es waren dann 7,8 Kilometer oder so. Ich hatte einfach keine Lust mehr, habe es dann aber Gott sei Dank irgendwie durchgebracht und habe am Ende nach der zweiten Runde dann gesagt, ich laufe jetzt einfach Kronprinzessinweg hoch und runter auf Asphalt. War mega anstrengend, aber für den Kopf richtig gut, dass ich es durchgezogen habe. Da freue ich mich über mich selber, ganz ehrlich. Jetzt bin ich aber auch total platt. Gehe jetzt duschen, trinke meinen Recovery-Drink. Ob der was hilft, keine Ahnung. Und dann hole ich Lilly von Ben ab. Mal gehe ich ins Bett, bin kaputt. Happy Donnerstag. So, wir sind in Slowenien angekommen. Hat ewig gedauert, jetzt ist es kurz nach vier. Aber wir haben uns auch echt Zeit gelassen. Übernachten jetzt hier in Slowenien. Ziemlich niedliche Unterkunft, ein bisschen bizarr abgelegen, aber eigentlich echt niedlich. Unten ist ein Nachtclub, noch im Bau, glaube ich. Und für Lili das Entscheidende. Ab in den Pool. And it doesn't even matter to me where I go. I just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my head. I'm driving down. Sonntag im Paradies, ihr Lieben. Wir sind angekommen in Sabunike. Ist jetzt, weiß nicht, halb, dreiviertel sieben abends. Temperaturen sind jetzt nur noch knapp 30 Grad. Und ich mache ein kleines Läufchen, das erste hier und das letzte der Woche. 4,2 Kilometer bis zur Brücke Vir. Und dann geht zurück nach Sabunike. Also ein Tick über 8 Kilometer. Die ersten vier habe ich versucht, mal ab und zu mal ein bisschen anzuziehen. Und die vier zurück, ganz gemütlich. Was hier im Urlaub alles ansteht, wo ich genau bin, was für Sportklamotten ich mitgenommen habe, was für Hilfsmittelchen ich mitgenommen habe und so weiter, das seht ihr alles in der nächsten Woche, denn es stehen jetzt zweieinhalb Wochen Training im Paradies für mich auf dem Plan, wie letztes Jahr auch. Da lief es nicht so gut. Diesmal, glaube ich, bin ich besser vorbereitet. Danke, dass ihr die Woche zugeguckt habt. Die Woche war gut, Halbmarathon gelaufen, im Kopf definitiv Grenzen verschoben. Ich merke das, ist ja nicht lange her, dass ich meinen Muskelbündelriss hatte, da waren so 8 Kilometer für mich schon absoluter Horror, 10 Kilometer war eine Schallgrenze. Jetzt sage ich mir, ich gehe mal eben schnell 8 Kilometer laufen, alles in Ordnung, Halbmarathon durchgehalten. Und ich merke für mich, wie mich das auch erleichtert und mir Selbstvertrauen gibt, dass es besser wird, dass die Strecken länger werden und so weiter und so fort. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, wäre toll, wenn ihr wieder einschaltet zur Woche Nummer 13 dann hier, um zu schauen, wie kann ich Familienurlaub und Marathontraining miteinander vereinbaren. Muss irgendwie gehen. Dazu kommt diese unfassbare Hitze, aber ich habe richtig Lust drauf. Bleibt ihr schön gesund, wenn ihr in Urlaub fahrt. Fahrt vorsichtig, kommt heil und gesund wieder. Habt Spaß beim Training. Abonniert den Kanal. Denkt an die Frage der Woche. Ich laufe das Ding jetzt noch zu Ende. Dann geht es heute Abend noch mal ins Wasser. Ein Eis essen mit Lilly. Happy Sonntag, ihr Lieben. Danke, 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 dass ihr da seid. Euer Schubert-Jan. Bis denn. I know when I'll get back.
Now my wheels in motion and my